Aber ich glaube, ich hätte mega lange gebraucht, bis ich da oben angekommen wäre. Feg dich ins Knie, scheiß Golem. Er schiebt anscheinend etwas Frust. Das war auch schon heute. Lauf schon mal vorne. Ach, jetzt sind wir da und oh Gott. Verstehen? Ja, schon, aber alles Umwege. Oh, ich muss das eben hier aufsammeln. Ich habe kurz überlegt, es dir wegzunehmen, aber dann hat doch mein gutes Herz gesiegt. Oh, das ist sehr nett. Was ist das hier? Na los, komm an, start hier. Yuki, bist du ganz aufgeregt? Ja. Er hat Angst vorm Boss. Sie. Wo bist hier, du denn? Er ist vorgegangen. Er ist jetzt gleich tot. Wo musst du denn hin? 5%. Ja, toll. Du läufst doch noch. Glaubst du, ich sehe nicht, wenn du läufst? Also ich hab muss das ich hier überhaupt hier hoch? Gemacht. Ich gehe jetzt irgendwo hoch, ne? Ja, schön. Aber ich laufe ja, gerade irgendwo hochlaufen. Hoch, ne? Okay. Hier, diese Kuh. Da ist auch diese Kuh. Ja, die Kuh. Ich sehe keine Kuh. Da sind 3 Kühe sogar. Okay, doch, den hätte ich auch noch doch. Alleine geschafft. Ja, hätte ich wirklich. Piu. Piu. Heilen. Cool. Kein Problem, da ist er schon wieder. Jump! Oh, ich komme hier runter. Ah, sterbe ich jetzt? Nein. Okay. Doch nicht, wenn ins Wasser jo, springst, oder? Spiele, wo das ist. Nee, jetzt kommen wir nur nicht mehr auf der Seite hoch. Gut. Nee. Bestimmt nicht. Nicht mit dem Levelunterschied. Feige. Bist du selbst schuld, wenn du weiter levelst. Feige. Ich geb dir gleich Feige. Das ist doch... Du hast mich vorher schon besiegt und jetzt bist du... Ich kann mich ja nicht porten im Wasser. Was ist das denn für eine Kacke? Hihihi. Man kann dich nicht mal untertauchen. Aber ich kann mich jetzt auch mal nach Freihafen innen porten. Woher kriege ich eigentlich dieses eine Material da, was ich da noch hab? Wo ist das Journal hier? Ach, das falsche Fenster. Was ist das denn? Kristall des Golems. Goblin Golem. Ach du Scheiße. Ist das ein Boss? Ja, ne? Hervorragend. Gut, ich porte mich. Danke für die Hilfe. Ja. 51 Monster schon besiegt und 10 neue Quests angenommen, davon 6 abgeschlossen. Klasse! Hooray. Große Klasse. Mit Kostümgegenständen kannst du dir jede beliebige Rüstung anziehen, ob deine Statistik ohne deine Statistik zu verändern. Spannend. Das heißt, ich kann mir irgendwann später eine Stoffrüstung machen und dann da so rumlaufen mit der. Ja. Aber wahrscheinlich. Aber als Kostüm halt dann. Probably. Irgendwo werden sie wahrscheinlich auch Geld verdienen wollen müssen tun. Schweine. Das ist ja normal. Oh, mir fehlen ein paar Flammensteine. Und dann kann ich mir auch schon wieder mein komplett neues Set machen. Das ist doch schön. Flammensteine fehlen mir. Merkt immer Flammensteine. Merken wir uns Flammensteine. Trainerin! Aber es kann doch nicht sein, dass ich jetzt da den ganzen Scheißweg zurücklaufen muss. Das kann man doch. Ich möchte ein Reittier. Ich möchte ein Moor. Herstellen. 1 Gold. Yo.
Wie macht man sich ein Lysian? What? Dieser Gegenstand kann nicht von einem Monster erhalten werden. Mysteriöser Kristall. Hm. Was brauche ich jetzt für das hier? Dass die Gruppe verlassen. Habe ich gar nicht. Anleitung erhalten. Nächste Anleitung fürs nächste Moor. Aber ich pimpe ich das Moor oder mache ich mir dann ein neues Moor? Pimpe ich mir dann das Moor oder mache ich mir ein neues Moor? Du pimpst es. In Ordnung. Langschwert und alles kann ich mir nicht craften. Das ist ja doof. Was wollte ich denn noch machen? Ach, mit dem Besen holen, ne? Mhm. Hauptsache, ich habe jetzt Moor und renne immer noch zu Fuß durch die Gegend. Lohnt sich kaum. Ja, Halloween ist leider schon vorbei. Das Video ist ja auch kaum. Leider. Hexenfest mal. Erstellen. Wir stellen jetzt einfach mal 50 Bronze in Hexenfest mal her. Hallo? Wozu auch immer. Wo kann ich das denn hier machen? Hier, hallo? Ich möchte mit Zubehör erstellen. Halloween. Magischer Halloween-Besen herstellen. Kostet auch noch Geld, toll. Habe ich den jetzt? Nö. Wie darf ich denn nicht? Ah doch, jetzt. Hab ein Leck. Ein besonderer Hexenfestmahl zu Halloween erhöht eine Stunde lang den physischen magischen Angriff um 5% und gewährt dir eine kleine Chance, dass im Falle eines Angriffs auf dich eine geringe Menge LP wiederhergestellt wird. Super. Cool. Glaub ich verbrauche die ganzen Kürbisse jetzt dafür. Und schmeiß den Rest dann weg. 3 Stück. So. Jetzt haben wir noch einen Besen. Besen, Besen. Da ist der Besen. Jetzt holen wir uns den Besen raus. Siehst du, ich hab's doch noch vor dem Halloween-Ende geschafft, mir den Besen zu holen. Aber ich sehe so gar nicht so frauenmäßig aus. Mit der Rüstung. Das passt eher zu dir. Was ist das denn? Ich bin voll die heiße Braut. Ja, deswegen passt das ja auch eher zu dir, dass du auf dem Besen fliegst und nicht ich. So. Lege Kupfer verkaufen. Suche. Mein Gott. Das Inventar ist voll. Das kann aber diese kleine. Kupfer. Kann man das nicht irgendwie anders suchen? Was kann ich denn verkaufen? Gegenstand anmelden. Anmeldecode. Ich möchte Kupfererz verkaufen. Menge 46. Gesamtpreis Provision. Was weiß ich, wie viel verkauft man Kupfererz? Das weiß ich nicht. Ist doch nichts wert. Ach, machen wir mal aus Spaß 50 Bronze. Drei Tage bleibt das dann da drin. Wow. Lass es dir gut gehen. So. Das ist einfach nur mal ein Test, weil ich habe eh noch nicht so die Preise drauf von den Gegenständen. Machst du jetzt gerade Aha-Style? Aber ich werde jetzt auch irgendwo noch was verkaufen. Und jetzt porten wir uns mal zurück zur Ebene von Terris. Ich verkaufe gerade alles beim Händler. Mein Inventar ist so überfüllt. Ich weiß. Aber du kannst ja auch ein paar Sachen weglegen, ne? Hm. Egal. Los.
In Freihafen Ing hast du eine Bank. Das dickes Leder. Dickes Leder so. Klingt gut, das behalte ich. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wie ich zu den Rangouts komme. Von Terrace. Ist links hoch, ne? Ja. Na, wenigstens sind wir jetzt ein bisschen flotter unterwegs mit dem Besen. Können sogar einen magischen Wind verursachen, da fliegen wir noch schneller. Ja! Ich freue mich voll. Oh, ich habe hier noch ganz viele Sachen für Level 5. Stinkendes Essen. Ich habe gerade stinkendes Essen verkauft. Was? Das hätte ich auch verkauft. Ich kann mir so ein tolles Zeug bestellen. Ach, jetzt habe ich immer noch nicht rausgefunden, was es mit den Pflanzen auf sich hat. Huch! Jetzt bin ich irgendwo gegengeflogen. Da ist die Schweine immer noch nicht, die Kühe immer noch nicht gesehen. Ich bin aber auch blind für sowas. Unbeleidlich. So. Ja, das stimmt. Da fliegen wir wieder ins Rangot-Dorf hinein und dann geht's da weiter. Endlich. Mit denen. Da sind ganz schön viele Quests, finde ich. Und ich habe immer noch kein Level abgeschafft, seit ich hier spiele. Ich habe schon zwei geschafft. Und du schon. Aber das liegt auch da, dass ich das ein bisschen ausgenutzt habe. Aber ich lese ja auch vor. Ja. Du hast meine Erwartungen übertroffen. Hier ist die Belohnung. Ruh dich aus, du wirst bald eine neue Mission zugewiesen bekommen. Das ist vielleicht peinlich. Die Elite-Soldaten des Königreichs sind alle in eine Falle geraten. Bist du bereit für deine nächste Mission? Eigentlich ist es mir ein wenig unangenehm, dich darum zu bitten, aber die Situation ist nun einmal, wie sie ist. Ich habe keine andere Wahl. Aber damit du die nötige Diskretion bewahrst, verdoppel ich dir da auch deinen Sold. Du solltest niemanden etwas über diese Mission verraten. Unter den Rangot Goblins gibt es einen listigen Jäger namens Yorma, der ein wirklich talentierter Fallensteller ist. Durch ein schreckliches Unglück sind die Soldaten des Königreichs in eine seiner Fallen geraten. Das ist mir so peinlich, dass ich ganz rot werde. Doch wir müssen unsere Soldaten schnellstmöglich retten. Ich schicke dich in Jäger Yormas Revier, befreie die gefangenen Soldaten und wenn du auf Jäger Yorma stoßen solltest, töte ihn. Werde ich jetzt teleportiert, ja, ne? Ja, nein, vielleicht. Nein? Dann nicht. Nicht so aus. Ja, dann. Ach, dann muss ich die bestimmt nochmal... Ey! Mich hat eine blöde Kuh mit einem Fass abgeworfen. Wir haben unweit von hier einen geheimen Pfad gefunden, der zum Kommandozentrum der Goblins führt. Das Problem an der Sache ist, dass unsere Daten in eine Falle des Jägers... Bla, bla, bla. Ich bin bereit, bring mich dorthin. Ich hab zwar nix, aber bring mich einfach mal dorthin. Wird schon schief gehen. Benutze die Fallenöffner, um die gefangenen Soldaten zu befreien. Gefangene Soldaten, hallo! Du darfst mir jetzt auch gerne mit dem... Ja, tschüss, geh einfach. Nichts mit Verwesung hier. Gar keine Lust zu. Nö. Wenn du jetzt weg bist, gehe ich auch weg. Hier bist du wieder mit dem Nichts. Naja, ich rede mit dem Monster, aber das Monster hat mich ausgetrickst. Das ist mega gemein. Mal, wieso kann der die ganze Zeit vergiften? Das nervt mich voll. Ich hab schon wieder stinkendes Essen gelootet. Wieso lootest du stinkendes Essen von den Trollen, oder was? Ich hab ihn angegriffen, um zu gucken, was passiert, und er hatte mega viel AP. Jetzt habe ich eine Minute gebraucht, um ihn zu killen. Wow. Naja, er hat Beizium gedroppt, aber das durchblicke ich noch nicht ganz. Dieses Beizium ist selten und irgendwie will es mir jeder abkaufen, aber das mache ich nicht. Aber ich weiß nicht, wofür das ist.
Ja, das habe ich auch schon. Da hat ja einer verbessertes Beizium schon verkauft. Ich weiß auch nicht, wo es in meinem Inventar ist, wobei ich finde da gar nichts. Aber naja. Darf man nicht so eng sehen. Geht schon. So, ich trickse jetzt hier ganz geschickt die Monster auf. Super gemacht. Laufe nämlich hier die ganze Zeit herum. Drumherum. Clever. Jetzt muss ich noch den Yorma finden. Drücken wir mal die F2, um gedünstetes Hirschgeweih zu essen. Klasse. Das erhöht ja meine LP-Rate. Ich muss gerade gestehen, ich finde den Jäger nicht. Da ist ein Zauberer, da ist ein Zauberer. Genau, ein Zauberer. Du bist auch ein Zauberer, du bist ein Schütze. Ach, ich muss noch einen. Hä, wollt ihr mich verarschen? Ich muss noch einen wetten? Da haben wir das aber nicht abgemacht. Komm her. Komm her. Ich hab schon wieder die 6 nicht getroffen. Jetzt voll verkackt. Ich hab ein Level ab. Die beste Items. Oh Gott. Oh nein. Ich mach mir wieder übertrieben viel Arbeit, weil ich jetzt alles doppelt machen muss. Ja. Yorma ist aus seinem Versteck gekommen. Und ich muss ihn jetzt irgendwo hinziehen, wo weniger Monster sind. Das ist ja voll scheiße. Wieso schießt denn der so schnell? Ma, hör auf zu vergiften, ich hasse das. Nicht so viele Leute, die gern vergiftet werden. Es ist einfach voll ätzend. Mimi. Vor allem, ich sehe nicht, wann er das macht, das ist mein Problem noch dazu. So, jetzt ist mal Ruhe im Karton hier. Oh. Mach doch mal die 5 hier. Danke. Oh Mann. So, tschüss. 8 von 10 Beweise für Champion-Besiegung. Perfekt. So. Verlassen, dann haben wir die Quest auch fertig. Reden wir mal direkt weiter. Wir konnten wegen Yormas Falle den Goblins nicht so viel Schaden zufügen wie geplant, aber wir müssen aus dieser Lektion lernen und unsere Soldaten noch besser ausbilden. Hier ist die versprochene Belohnung. Gute Arbeit. Yes, man. So, dann gucken wir mal. Ich werde jetzt meinen Heal auf 2 packen. Dort sollte mir vielleicht mal den Hintern ein bisschen mehr retten können. Hast du ein Heal? Ist der prozentual oder skaliert er mit was? Warte, ich guck mal. Prozentual, oder? Ja, ist 2 prozentuell, 2%. Aber ich krieg halt alle zwei Sekunden von 8 Sekunden, also 4 Sekunden quasi 2% Wiederherstellung. Jo. Das ist annehmbar. Jo. Hier ist kein Eisen mehr, kein Blümchen mehr, was wir aufheben könnten. Das ist jetzt doof. Mein Inventar ist so zugemüllt, aber ich weiß auch nicht, was ich wegschmeißen kann und was nicht. Und ich habe hier irgendeine Anleitung von einem Ring und einem Ring drin und ich weiß nicht, was ich mit den Sachen machen soll. Das ist irgendwie doof.
So, wollen wir uns um die Bomber jetzt mal weiter kümmern? Was für Bomber? Ja, die Bomber. Bomberjacke. Ich habe bei mir eine richtig coole Quest. Wenn ich da drauf gehe, habe ich keinen Quest-Text. Dann hast du was nicht? Ich habe keinen Quest-Text, wenn ich da drauf klicke. Einfach oh, da habe ich ja viel zu vorzulesen. Ja. Kannst du dich drauf freuen, was Yetis tötet. Was macht man denn mit diesen perversen Pilzen eigentlich? Verbrauchsgegenstand. PP, perverse Pilze. Hä? PP, perverse Pilze. Cool, oder? Ja. Habe ich mir eigenständig ausgedacht. Werde ich von dich auch noch abgeworfen, jo.